happy. Und im Moment ist sie noch nicht hundertprozentig happy, weil die ist noch neu hier. Und hat dann auch den Kopf hoch, ist nach Valerie ein Michael Expert. Und ich würde dann gerne Knotenhalter mit ihr arbeiten. Und dann auch die 7 Spiele von Valerie in 7 Minuten mal versuchen als Diagnose. Und da ich jetzt noch nicht so genau weiß, wie das wäre, wenn ich die Lose hätte, mache ich das einfach unterm Halter her. Ich habe das hier durchgezogen. Jetzt geht es über die Nase drüber. Zwischendrin trete ich mal auf Seil, damit sie nicht abfließt. Wichtig ist dann ruhig zu bleiben, keinen Stress aufkommen zu lassen. Den Karabiner mache ich jetzt auf. Und dann ist es gut. Das Typische bei Michael Exmann ist halt dieser hohe Kopf. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt erzwingen, dass der jetzt runterkommt, sondern wir wollen uns das erarbeiten. Und mit der Hand hat sie nicht gut reagiert. Jetzt habe ich schon das Seil drüber, sie hat ein bisschen reagiert und jetzt ist sie unten. Und da ist es jetzt super, super nett auch. Und jetzt nochmal. Das ist jetzt ein Geräusch, was ihr nicht kennt. Das ist so ganz nebenbei. Hier gibt es jetzt noch nicht mehr. Der Knoten ist noch nicht optimal. Michael Extrovert bedeutet halt, dass sie quasi immer auf der Flucht sind. Dass sie den Kopf hoch haben, um die Umgebung abzusuchen. Also das typische Pferd, was rennt, wenn es Angst hat. Mein erster Test ist jetzt das Friendly Game. Und ich gucke mal, wo kann ich überall rühren. Da gibt es ja auch Stellen, die ich nicht gerne mache. Reagiert. Ich bin bis zum Euter gekommen, ich habe keine Stelle gehabt, wo sie reagiert. Würde sie reagieren, wir stellen uns das jetzt mal vor, dann würde ich mich zurückziehen und wieder annähern. Ist in dem Fall nicht erforderlich gewesen, das hatte ich dann natürlich mit meinem Wildpferd erstmal gezeigt. Jetzt probiere ich halt erstmal das Friendly Game, wie gesagt, aus und guck mal, was macht sie denn. Wenn ich jetzt das Seil, was ich drüber schwinge, mach das nicht gleich ganz klar. Hab das hier dreimal geschafft. Sie kann im Moment die Füße noch nicht stillhalten. Und dieses Füße stillhalten, weil das von den emotionalen Versammlung klappt. Von der Seite ist es jetzt schwieriger, deswegen streichen wir sie erstmal mit dem Stick. Und dann immer gucken, wie reagiert das Pferd und hier stehen. Später kann ich dann auch mit dem Stick und dem Stick überspielen. Das war richtig gut. Sie hat gelernt, stehen zu bleiben. Sieht das als eine Kursung an. Quasi, ich verzweige ihr Gefühl. Nehme ich also erstmal den Druck von ihr, mehr kann ich von ihr nicht erwarten und man sieht, der Kopf geht runter. Jetzt gucke ich mal, wie die Beziehung so ist. Und sie geht mit mir mit am durchhängenden Seil. Hat schon ein bisschen was gebracht. Die Ecke hier ist hier gruselig, da oben steht ein Pferd. Und hier fällt sie wieder schwerer. Stehen zu bleiben. Das ist jetzt ein Ort, wo sie mir sagt, hier kann ich es aushalten. Weiter darüber kann sie nicht. Sie kaut. Also haben wir wieder was erreicht. Jetzt geht die Diagnose weiter. Wir haben also schon gesehen, was von der Art Pferd das ist, soweit. Und deswegen fange ich hier mit der Vorhand an, weil ich denke, die Vorhand im stetigen Druck, nennt man Stachelschweinchen oder Korkenpergame bei Valerie. Also die Vorhand wird bei ihr eher leicht gehen, nicht die Hinterhand spielen. Aber sie steht, ne? Weil ich einfach auch mal Energie unten habe und sie steht. Guckt halt mal, was ist da bedrohliches. Und ich versuche halt, ich bin total gelassen. Mir zu zeigen, dass sie sich da keine Gedanken machen. Das ist quasi eine Spur. Und ich schieße die. Und dann ging es letztlich gut. Ne? Nach diesem Moment ist eins jetzt und ich kaue zum Anhalten.
Jetzt teste ich mal die Hinterhand, wo ich jetzt erwarte, weil es ein rechte Gehirnhälfte wert ist, also die emotionalen und die Gehirnhälfte, dass die Hinterhand schwerer gehen wird. So wird die Haare, die Haut, halte sie hier vorne ein bisschen, lasse sie wieder locker. Und schief, also man sieht, das geht viel schwieriger als die Vorhand, weil meine Diagnose nicht hat. Und es hat funktioniert und ich pause. Würde ich dann wahrscheinlich von beiden Seiten machen? Kann ich nochmal von beiden Seiten machen? Nochmal Haare, Haut, Muskel und Kraulen zum Anhalten. Jetzt kann sie wieder nicht stehen bleiben. Ich versuche, die Energie runterzunehmen. Angebot von Kontakt wollte sie jetzt nicht. Und jetzt geht es rückwärts auf das Bedrohliche zu. Kann sein, dass ich sie drehen muss, aber ich versuche es mal. Schafft sie so nicht, dreht sich selber, lasse ich zu. Es geht ja um Diagnose. Ich berühre erst die Haare, dann die Haut. Und rückwärts ist schwierig. Finde ich das dann jetzt mal kürzer. Und traue sie zum Anhalten, sei locker. Habt ihr ein bisschen geholfen mit den Seilen? Also diese Buchstaben an sich, würde ich sagen, funktionieren. Jetzt muss sie die sich bewegen, die Kameraform muss ich nicht erkennen. Das lasse ich jetzt einfach zu. Das ist auch nicht so sklavisch mit diesen 7 Minuten. Das sagt einem nur, dass man da nicht, Gott weiß, wie viel Zeit in diese ersten Spiele steckt. Jetzt kann sie wieder stehen bleiben. Ich nähere mich eher lieber an der Schulter als immer am Kopf. So gut kennen wir uns noch nicht. Und ich probiere mal die Klasse und so durch. Ich bin losgerannt und wir wollen jetzt erstmal gucken, wenn ich sie vielleicht auch mal hinstellen kann. Macht ja weniger Druck als bei einem Pferd, was linke Gehirnhälfte ist. Habe ich hier meinen Knoten. Damit wenn ich die empfindlichen Teile gleich erwischen. Und wieder jetzt quasi beim linken Waffeln am Seilhals stehen dann. Im Idealfall würde ich ja versuchen, dass sie jetzt schon rückwärts gehen kann. Das ist das erste Zeichen, zweites Zeichen, drittes Zeichen. Und hilft ihr mit einem Vorfeld, um zu erklären. Ging jetzt aber. Und sie kauft. Sie kann jetzt nicht stehen, aber es hat überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu erklären. Es geht jetzt nur darum, diese Kommunikation aufzubauen. Stehen bleiben oder rückwärts gehen, heißt Schaffeln am Seil. Als wenn ich nur als Diagnose gehen würde, würde ich vielleicht zunächst im Spiel übersehen und verstehen, dass Blutgehen braucht meine Korrektur. Oder der Fehler steckt in den Jojo-Gelder-Paralyse. Aber ich versuche sie jetzt zu erklären. Schaffeln am Seil und Schaffeln kann ich vorne. Und Druck weg. Jetzt haben wir ein relativ gerades Jojo gekriegt und sie steht. Und diese Situationen, die in den Spielen vorkommen, nach einem Rückwärts aus dieser Position kommt die Pause, merken die sich als Muster und dann wird sie es immer leichter haben mit dem Stehen. Also denkt da schon drüber nach. Jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt raffel, ob sie, aha, schon verstanden. Das heißt ja Jojo, ihr kennt das von dem Spielzeug, also muss sie wieder zu mir zurückkommen. Jetzt ändere ich meine Haltung und ich lächle. Und dass sie jetzt noch nicht gerade auf mich kommt, das ist gar nicht so schlimm. Ich versuche, dass sie jetzt eine Stachelschweinspiel nachgibt. Und nochmal gucken. Vorgekommen. Und ich muss gucken, ob sie ja. Jetzt hatten wir auch ein gutes. Und sie senkt den Kopf. Und jedes Mal, wenn ihr den Kopf senken wollt, die Adrenalin ab. Und dadurch, dass sie Adrenalin abbaut, kann sie auch besser stehen bleiben. Wenn das Adrenalin ganz oben ist, aus irgendwelchen Gründen, weil da oben was ist oder gerade das Geräusch, kann sie sich einfach nicht entspannen. Aber ich habe sie jetzt so gut abgeholt, dass sie es kann und dass sie auch bei mir sein will, dass sie auch, wenn ich sie berühre, nicht gerade in den übergriffigen Stellen im Gesicht, sondern mehr so am Hals oder an der Schulter, dass sie da so ein paar Sekunden ganz gut stehen bleiben kann. Jetzt machen wir das Spiel, was sie braucht, und zwar ist das dieses Zirkelspiel. Alles, was Kreise sind. Jojo ist alles auf geraden Linien vor und zurück. Im Zirkel alles auf Kreisen. Auf meinen Fingerzeig geht sie auf den Kreis, ich habe das Seil eher locker in der Hand und erlaube jetzt eigentlich mehr, das, was sie mir anbietet. Sie ist gerade schon, hat sich schon gut bewegt. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist halt, dass sie weiß, mein Job ist Kreis.
habe keinen Stick dabei. Ich zeige das heute halt mit ohne Stick, denn ich muss das Ganze auch mal mit Stick dann finden. Machen wir dann beim nächsten Mal. Und da war er, mein Kreis. Am Anfang ist man wirklich mit ganz wenig zufrieden, selbst wenn sie da mal stoppt und ein bisschen stehen bleibt, zur Kamerafrau laufen will. Im Großen und Ganzen kann man doch sagen, der Kreis ist erkennbar. Und ich finde es total schön, dass sie jetzt stoppt. Ich bin hier innen neutral und genau das spiegelt sie. Wenn man jetzt hier innen ganz aufgewühlt würde, was ich jetzt mal nicht groß machen will, könnte es sein, dass sie antrat. Uns fehlt übrigens noch ein Spiel. Und zwar ist das das Driving Game, wo ich auf die Hinterhand gucke. Ich möchte, dass sie die Hinterhand von mir wegbewegen. Das Driving Game kann ich euch deswegen nicht zeigen, weil ich keine Stick habe. Also zumindest nicht richtig gut zeigen. Aber das Hinterhandbewegen habt ihr jetzt eben nicht auf dem Spiel gesehen. Willst du mich hinnehmen? Normalerweise quatsche ich auch nicht so viel mit den Pferden. Aber das bin ich einmal mit euch und quatsche und schon redet von den Pferden. Die Vorhand als Beine gehen würde ich auch so machen. Dann gucken, ob die auch auf Rückenbestimmung reagiert. Aha, dann haben wir eine Baustelle. Ah, da geht's ja. Rhythmischen Druck rückwärts habe ich gerade im Jojo mit dem Seil gezeigt, mit dem Stick kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das nächste Spiel, was wir haben, ist das Seitwärtsspiel. Würde ich euch auch nicht empfehlen, das ohne Stick zu machen, aber es war heute Morgen super, super früh. Ihr seht es so unheimlich fein mit so einem richtigen, büffeligen Pferd, wie das Ganze ist. Das Seitwärtsspiel entwickle ich aus dem Zirkelspiel. Es baut quasi alles aufeinander auf, dass sie jetzt noch einmal hintereinander unternehmen. Kann die so leicht führen, das wird mal ein ganz, ganz tolles Pferd. Jetzt bin ich hier am Zaun. Und sobald sie am Zaun ankommt, versuche ich die Seite jetzt von mir herzuschieben mit meiner Energie. Und vielleicht ein bisschen Rhythmus. Rhythmus ist nicht gleich, ne? Also besser kann man es vielleicht ohne das richtige Werkzeug und bei so einem eher sensiblen Pferd dann nicht sehen. Und wir haben uns wieder dieser Stelle genähert, wo sie eigentlich sagt, das ist gruselig. Annäherung und Rückzug ist das jetzt. Eingebaut in die Sinnspiele. Sie untersucht jetzt hier die Umgebung, also unterbinde ich mich, finde ich ganz wichtig. Jetzt ist sie gerade mit der Aufmerksamkeit woanders. Also mit ganz wenig rauszukommen. Und jetzt schiebe ich sie wieder vor mir her. Also erstmal schiebe ich sie wirklich körperlich, kann man jetzt gerade nicht sehen. Machen ein bisschen Rhythmus. Anfängerfehler ohne Stick hier um zu addieren. Und jetzt ist die Vorhand schwer. Also diese Richtung war deutlich schwerer als die andere. Und ich nehme halt das, was ich brauche, damit sie den Job macht. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Knoten halt da wieder verrückt. Und sie senkt wieder den Kopf. Also die ändern sich immens schnell in eine Laufbahn. Das letzte Spielchen ist das Engpassspiel. Wo ich wieder meinen Schwiegermutterblick einsetzen kann, mein Jojo-Game einsetzen kann und mir das hier. Das war nicht gut, deswegen gibt es keine Pause. Das Muster ist ja eigentlich eine Pause.
Apfel. Die ist jetzt abgelenkt, aber ich messe dem keine Bedeutung zu. Ich sage jetzt nicht, oh Gott, die ist abgelenkt, da muss ich jetzt aufhören, ich mache einfach weiter. Tada, so wollte ich sagen, ich bin voll. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.